Sina? Raus aus den Federn, Schlafmütze. Zeit aufzuwachen. Es sollte dir schon besser gehen. Los, gehen wir. Und damit herzlich willkommen zu Harvestella, liebe Freunde. Vielleicht gelingt es dir, die Welt und das Mädchen zu retten. Was meinst du mit retten? Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du es verstehen. Eines Tages wirst du dich entscheiden müssen zwischen dieser Welt und der, die bisher existiert hat. Aber vergiss nicht, dass dies die Geschichte deiner Welt ist. Solange du sie liebst, wirst du einen Weg finden. Also, wie schwer es auch werden und wie hoffnungslos es erscheinen mag. Gib sie nicht auf. Warum gerade jetzt? Ich müsste nach meinen Patienten sehen. Verzeihung, du da. Meinst du nicht, dass du lang genug geschlafen hast? Nein? Na schön. Ich hab was, das dir auf die Sprünge hilft. Oh. Du bist wach. Vergiss das wieder, es wäre mir natürlich nie in den Sinn gekommen, Magie einzusetzen, um dich aufzuwecken. Wo bin ich? Wir nennen diesen Hügel Vogelböschung. An seinem Fuß liegt ein Dorf namens Lies. Ich bin Kress, die Dorfärztin. Jetzt bin ich dran. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Kein Einheimischer bei klarem Verstand würde während des Silenziums draußen herumlaufen. Bist du auf der Durchreise? Was bedeutet Silenzium? Dein Gedächtnis scheint ein wenig gelitten zu haben. Tja, macht nichts. Ich muss los. Schau in meiner Klinik in Lies vorbei, wenn du dich etwas erholt hast. Okay, liebe Freunde, wir sind also ohnmächtig geworden zum Abendwind. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal nach, wo wir jetzt hin sollen.
Hey, alles in Ordnung? Du siehst irgendwie fertig aus. Oh, ich weiß. Chris hat von dir gesprochen. Man hat dich bewusstlos auf dem Hügel gefunden, stimmt's? Wie auch immer, ich bin warm. Das hier ist das Dorf Leeds. Wenn du Chris suchst, die ist bestimmt in ihrer Klinik. Wo ist denn ihre Klinik? Hey, ich weiß, was du vorhast. Du willst, dass ich dich zur Klinik bringe, nicht wahr? Sorry, ist nicht drin. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin gerade schwer beschäftigt. Ich stecke mitten in einer Partie Prinzessin und das oben. Und danach spiele ich mich mit Wendt und den anderen. Fang den Koneo. Ist aber leicht zu finden. Sie ist auf dem Platz oben auf dem Hügel. Du kannst sie nicht verfehlen. Der Weg ist wirklich ganz einfach. Folge einfach dieser Straße und gehe dann die Stufen vom Dorfplatz aus nach oben. Also dann, bis später. Ich muss jetzt weiterspielen. Ja, liebe Freunde, wir müssen uns also zur Chris Klinik begeben. Das machen wir auch sofort. Dazu laufen wir einmal zum Dorfplatz und von da aus natürlich, wie der Junge schon erklärt hat, die Stufen hoch und gelangen dann zur Klinik. Dim, du bist zurück. Würdest du da bitte die Medizin des Bürgermeisters zusammenmischen? Oh, du bist es. Willkommen, tritt ein. Wie fühlst du dich? Kommt die Erinnerung schon zurück? Ah, ich verstehe. Nun, du hast dich während des Silenziums draußen aufgehalten. Was ist das Silenzium? Du meine Güte, an das Silenzium erinnerst du dich auch nicht? Selbst wir Erste wissen nur sehr wenig darüber. Silenzium ist die Jahreszeit des Todes, wenn Staub von der Chronomalie übermäßig in die Atmosphäre strömt. Es kommt zwischen den Jahreszeiten. Wir glauben, dass der Staub tödlich sein kann, wenn er in den Körper gelangt. Also bleiben normalerweise alle während des Silenziums zu Hause. Komm bitte hierher. Warum stehst du denn da so herum? Ich möchte dich untersuchen. Chris untersucht dich. Deine Körperfunktionen scheinen normal zu sein. Für jemanden, der während des Silenziums erkrankt ist, hattest du großes Glück. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Jedenfalls passt es mir ganz gut, dass du dich besser fühlst. Mir sind gerade die Betten ausgegangen. So, und wegen deines nächsten... war das ein Erdbeben? Es ist so dunkel draußen. Chris, es gibt einen Notfall. Dim, was war das gerade für eine Erschütterung? Die Chronomalie verhält sich merkwürdig. Komm schnell! Was könnte dieses Beben zu bedeuten haben? Folge Chris und Dim. Okay, wir verlassen direkt die Klinik, um den beiden zu folgen. Oh, das ist die göttliche Vergeltung. Unsere Zeit ist gekommen. Die Chronomalie intensiviert sich. Aber warum? Das Silenzium sollte doch schon vorüber sein. Da!
Was war das? Habt ihr das gesehen? Ich sage doch, der Himmel straft uns. Ist es auf dem Nordplatz gelandet? Ich hab Angst. Ihr seid mir ein paar Angsthasen. Unser Dorf ist in Gefahr. Wir müssen los und herausfinden, was vor sich geht. Warte! Hey, rennt nicht einfach so los, Kinder. Denn wir gehen auch am besten zum Ort des Vorfalls. Es könnte Verletzte geben. Wir folgen den beiden natürlich sofort. Unglaublich, wie kann so etwas Gewaltiges einfach vom Himmel fallen? Stell dir vor, der Orden wäre heute hier, so viele Leute wären verletzt worden. Ich hoffe, allen geht es gut. Zum Glück scheint niemand verletzt worden zu sein. Haltet euch von dem Kristall fern, er könnte schädliche Auswirkungen auf den Körper haben. Kann jemand den Bürgermeister informieren? Er sollte inzwischen wieder in der Stadt sein. Das machen wir. Bent, Warn, kommt schon. Jetzt kommt es auf uns an. Nichts wie los. In Ordnung, Leute. Die Show ist vorbei. Wir übernehmen hier. Also könnt ihr nach Hause gehen. Oh, du bist das. Meine Schwester hat mir von dir erzählt. Du gehst besser auch nach Hause. Moment, ist das... ein Eingang? Du meinst, man kann dort hineingehen? Ja, auf rein da, oder? Hey! Niemand hat dir gesagt, dass du dort reingehen sollst. Ich sehe mich drin nochmal um. Du... okay, wir sind also im Kristall. Und da liegt jemand. Komm schon, bleib bei mir. Die Gestalt hat Schmerzen, atmet aber noch. Rot, wir gehen darauf. Alles in Ordnung? Was geht da drin vor sich? Könnt ihr mir mal helfen? Wobei denn? Was ist das? Das ist... tritt sofort zurück. Aber warum? Warum? Weil das Ding ein Omen ist. Oh stimmt, du erinnerst dich an nichts, nicht wahr? Dann bedeutet das für dich vermutlich nicht viel. Um es kurz zu machen, Omen bedeuten Ärger. Sie könnten hinter dem Silenzium stecken. Aber dieses Omen ist verletzt. Ja, eigentlich... du hast recht, ich kann nicht einfach so wegschauen. Habe ich recht, Papa? Los, tragen wir es nach draußen. Kress, das ist... es war im Inneren, es lebt noch. Das habe ich nicht gemeint. Ja, weiß ich, aber ich konnte es nicht einfach zurücklassen. Kress, Dim, habt ihr etwas über das Flugobjekt herausgefunden? Der Bürgermeister ist da. Gute Güte, verblüffend. Ist das der Kristall, der hier abgestürzt ist? Er ist riesig. Bürgermeister, im Inneren war ein Omen. Oh, ja, so hat es den Anschein.
Bitte sag es ihr, Omen helfen wir nicht. Es ist offensichtlich, dass sie hinter all dem stecken. Sind die Omen wirklich so böse? Nun, böse wäre eine zu simple Beschreibung. Bist du die Person, von der ich gehört habe? Angeblich bist du während des Silenziums von weit her gekommen. Ja, das ist die Person, von der alle reden. Momentan geht es wirklich drunter und drüber. Was in aller Welt ist nur los? Alle meine Betten sind wegen des Vorfalls von letzter Woche immer noch belegt. Aber ich kann weder das verletzte Omen noch den Neuankömmling hier lassen. Das leuchtet ein. Doch wir können einem Omen in unserem Dorf keine Zuflucht gewähren. Das dachte ich mir, doch als Ärztin darf ich niemanden zurücklassen, der meine Hilfe benötigt. Beruhige dich, Kress. Ich sagte nur, dass wir das Omen nicht in Wies unterbringen können. Was meinst du damit? Auf der Vogelböschung gibt es einen leerstehenden Schuppen, nicht wahr? Niemand würde es dort bemerken. Ich gestatte dir, es dort zu behandeln, bis es das Bewusstsein zurückerlangt. Tragen wir das Omen zur Vogelböschung. Könntest du mir zur Hand gehen? Ich werde das Omen nicht behandeln können, solange es diese Rüstung trägt. Woraus besteht dieses Ding? Es geht einfach nicht ab. Deswegen ist es von vornherein sinnlos, ein Omen behandeln zu wollen. Im Moment kannst du wohl nichts weiter tun, als ihm Ruhe zu gönnen. Nun zu dir. Was führt dich in unser Dorf? Das Silenzium hat bei ihr eine Gedächtnislücke hinterlassen. Aha. Du hattest unglaubliches Glück, es während des Silenziums bis hierher geschafft zu haben. Ein Mädchen hat mich gerettet. Ein Mädchen? Von den Dorfbewohnern sollte zu dieser Zeit niemand draußen gewesen sein. In einer so geschwächten Verfassung sind Halluzinationen nicht ungewöhnlich. Mag sein, ein wenig Erholung dürfte hier auf keinen Fall schaden. Dieser Schuppen steht leer, seit der frühere Bewohner weggezogen ist. Du kannst hier unterkommen, wenn du magst. Und nun müsste ich mich entschuldigen. Ich werde bei einer Dorfversammlung erwartet. Wir müssen entscheiden, was wir wegen des Kristalls unternehmen werden, der hier gelandet ist. Kress, Dim, den Rest überlasse ich euch. Kress, bist du sicher, dass du dieses Omen aufnehmen willst? Ja. Du steigerst dich schon wieder zu sehr in die Sache hinein. Mach nicht jedes Problem zu deinem Problem. Ich mach dann mal meine Runde zu Ende. Tut mir leid. Die Geschehnisse haben mich ganz schön auf Trab gehalten. Ich bin auch müde. Du hast viel mehr durchgemacht als ich. Ruh dich den Rest des Tages aus, das Silenzium macht deinem Körper sicher noch zu schaffen. Ich muss los, morgen früh komme ich wieder, um nach dir zu sehen, okay? Auf einmal überkommt dich eine starke Müdigkeit. Zeit für ein wenig Ruhe.